Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die Blackbox Man heute zusammen mit der Pinkbox bei mir eingetroffen, denn beide habe ich abonniert. Die eine bekomme ich gratis zugeschickt, das ist die Pinkbox und die Blackbox Man habe ich im eigenen Abo. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Männerbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wie zerstört ich mittlerweile aussehe, aber ich fühle mich schon relativ so, dass ich, ja, die Couch ruft mich mittlerweile ganz, ganz laut, ne? Bin von der Arbeit nach Hause gekommen, bin mit Sammy Gassi gegangen, dann habe ich die Pinkbox abgedreht, bin jetzt im Prinzip gerade am Wäsche verhalten und habe mir dann aber gedacht, nee, komm, die Blackbox Man, die möchte ich auch noch abdrehen. Ja, die habe ich, wie gesagt, im Abo, zahle 16,95 pro Box, die kommt dreimal im Jahr, das ist eher so eine Jahreszeitenbox, das ist jetzt so die Herbst-Winter-Edition und ja, wenn man die nicht abonniert, kann man die halt auch einfach einmalig kaufen, da kostet die 24,95 pro Box. Es gibt aber immer mal wieder diesen Gutscheincode über 8 Euro, sodass du die dir quasi auch für 16,95 holen kannst. Joa. Ja, ich glaube, Brad Pitt ist aktuell der Gutscheincode. Schreibe ich dir aber alles unten in die Infobox mal rein. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich darin verbirgt. Denn so eine Box beinhaltet 6 bis 10 Produkte eben für den Mann und eignet sich 1A dafür, um sie halt entsprechend weiter zu verschenken. Und es steht ja Nikolaus vor der Tür, es steht Weihnachten vor der Tür und da sind 1A Geschenke drin. Teilweise hast du da auch mal ein Parfüm drin und das finde ich einfach großartig. Die letzte habe ich, oder die vorletzte habe ich irgendwie auch für Ostergeschenke verwendet, also perfekt, ne? Und sowas wird ja nicht schlecht, das kannst du ja auch ein bisschen aufbewahren und sammeln oder eben für Adventskalender nehmen. Und ich quatsche mal wieder, ich öffne sie. Blackbox Man steht vorne drauf, kommt aus der Familie der Pinkbox. Ist etwas größer als die reguläre Pinkbox. Ich glaube, das wäre auch ein sinnvolles Größendesign für die Pinkbox, weil die mittlerweile ja auch vom Inhalt immer mehr wächst, sage ich mal. Es riecht nach nichts, tatsächlich. Du hast hier ein schwarzes Seidenpapier, ein Kupfer, cremefarbenes, keine Ahnung, Seidenschleifchen, finde ich wunderschön. Das machen wir hier einmal auf. Ich öffne die Blackbox jetzt mal ganz vorsichtig, weil wie gesagt, ich verwende die halt gerne, um sie auch weiter zu verschenken. Und wenn ich den Klebi halt nicht geöffnet bekomme, ohne alles aufzureißen, na, schade, ja, dann muss ich das Seidenpapier nämlich leider dann immer entfernen. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Die Männer haben mittlerweile auch einen zweiseitigen Flyer bekommen und nicht nur ein Einlegevieh, aber es sind immer noch keine Produktbilder enthalten. Naja, hier haben wir den ersten Blick in die Box rein und sehen natürlich das übliche schwarze Krüppelpapier, was uns auch entgegenspringt und einige Produkte. Du hast da sowohl mal außergewöhnliche Produkte von anderen Marken, als auch mal irgendwie so ein bisschen Basic-Drogeriesachen. Also das ist wirklich eine bunte, sehr, sehr angenehme Mischung, dass halt für jeden auch was mit dabei ist. Und das Erste, was ich rausziehe, ist tatsächlich ein Unisex-Produkt von Retterspitz. Eine Handcreme, schützend und pflegend mit wertvollem Jojobaöl. Und die hatte ich, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich auch schon mal in einer Frauenbox mit drin. Für zarte und geschmeidige Haut mit wertvollen pflanzlichen Naturstoffen aus Jojoba, Avocado, Johanniskraut und Karottenöl. Das ist auch eine Full-Size-Größe mit 50 Millilitern. Sagst du nichts zu, ne? Ist ganz cool. Ich finde es immer ganz schön, dass sowohl Männerboxen als auch Männer-Adventskalendern uns ja so ein bisschen auch zeigen, dass viele Produkte auch individuell, also nicht individuell, unisex einsetzbar sind, ne? Vergisst man ja manchmal doch so ein bisschen, weil diese ganze geschlechterspezifische Geschichte doch irgendwie manchmal ein bisschen zu eng gesehen wird. So, next one ist hier ein Produkt, Super Dry Sport. Super Dry Sport, ein Body Spray, also das scheint dann eher so ein Deo zu sein. Super Dry kenne ich nur tatsächlich als Kleidungsmarke. Da hatte damals in meiner Jugendzeit, vor 15 Jahren würde ich mal so sagen, da sind die coolen Girls mit oder auch coole Jungs sind dann quasi mit diesen Super Dry Pullis und so rumgelaufen. Habe ich nie zugehört, weil ich in der Zeit nicht so modeaffin war. Hauptsache die Sachen waren schwarz, um es mal so zu sagen. Das war eher so mein Style. Ja, interessant. Ne? Sport Tokyo Japan, 200 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ne? Das ist einfach ein Bodyspray-Deo. Interessant, leicht süß tatsächlich. Ich denke, wenn man sprüht, wird es anders riechen. Ich wollte gerade schmecken sagen. Aber da es ja wahrscheinlich weiter wandern wird, da mein Freund mittlerweile so viele Deos hat, werde ich es jetzt nicht testen. Okay, was haben wir hier als nächstes drin? Ah nein, Evo Om.
einen Beard Booster. Ich raste aus. Ich kenne Evo Eye, ich kenne Evo Lash. Und jetzt gibt es auch noch Evo Om. Also als Wimpernserum kenne ich es, dass die Wimpern wachsen. Ich glaube, das benutze ich sogar aktuell auch mitunter. Neben Rizinusöl, was ich mir auf die Wimpern draufpinsel, mache ich mir das, glaube ich, hier oben auf den Ansatz. Nein, stimulieren Sie das Haarwachstum für einen vollen, kräftigen Bart. Einfach einmal täglich auf die betroffenen Stellen auftragen. Wie geil. Also viele Männer finden das ja oder haben ja Probleme, den Bart, den sie eben wachsen lassen haben, wollen, wie auch immer, wirklich voll wachsen zu lassen, ne? Dass dann auch alle Stellen entsprechend bedeckt sind. Deswegen sieht man ja auch sehr viele verschiedene Variationen von Männerbärten. Nicht nur, weil sie es schön finden, sondern weil sie es teilweise auch einfach müssen. Und das hier ist mit so einem Schwämmchen-Applikator, wenn ich das jetzt hier drin so richtig sehe. Das ist, ne, halt ja noch verschlossen. Und dann kannst du das auf dem Bart machen? Finde ich so witzig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist sogar das gleiche drin wie in einem Wimpern- und Augenbrauenserum für uns Frauen. Finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Das ist mal was anderes. Das ist, ne, das, was ich eben meinte. Es ist einfach mal was anderes. Nicht nur von der Marke her, sondern auch vom Produkt her. Das ist cool. Und das ist bestimmt auch mal wieder sackteuer. So, was haben wir hier? Seins Gesichtscreme. Das ist ja die Marke, die jetzt bei DM schon länger etabliert ist. Mit Zirbelkiefer. Zirbelkiefer. Intensiv Pflege und Schutz für die Haut, powered by DM. Das ist auch gut. Eine Gesichtscreme. Männer sollten gerne Gesichtscreme verwenden. Männer verwenden oder sollten auch ein bisschen andere Gesichtscreme verwenden, weil die Haut ist ja dicker bei Männern. Ne? Also die haben, ich glaube sogar, ich glaube, es nennt sich sogar so von der Hautschicht her eine dickere Lederhaut. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ja, das ist halt total klassisch. Sieht aus wie eine Zahnpasta, ne? Also, männliches Design, sehr schlicht, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so damit aus, aber es ist jetzt nicht so für eine Frau ansprechend, würde ich mal so sagen, also für mich wäre es, also für mich girly Frau wäre es nichts. Hier steht auch im Deckel, Seins für Männer wie uns, das finde ich geil, ja, schammert. Meine Herren, hier sind aber auch noch Produkte drin, das ist ja geil, so. Hier haben wir wieder so ein klassisches Produkt, das finde ich auch gut. Das ist von Farmen Ocean Collection, intensiv pflegend, Shower and Body Shave Foam. Also du kannst das ganz normal als Duschschaum oder als Rasierschaum verwenden. Sehr praktisch. Ich verwende sowieso meistens mein Duschgel als Rasierschaum oder Rasiergel, weil ich einfach da eine faule Trine bin, was das angeht. Frisch maritimer Duft, jo, könnte ich mir vorstellen. Ja, das riecht ganz, ganz klassisch. Nach Farmen. Sehr geil. Mag ich. Gerne. Ja, wir sind noch immer nicht am Ende. Hier haben wir noch ein bisschen was. Was ist das? Gesundheitsbad. Zwei Stück sind hier von Tizzisept mit enthalten. Richtig geil. Basisches Badesalz. Detox Pure. Neutralisiert die Säuren auf der Haut. Ein Gesundheitsbad mit weißer Tonerde und Aktivkohle, mit aktiven Mineralien und naturreinem Meersalz. Es ist leicht löslich. Und es ist ein Badekosmetikum mit jeweils 45 Gramm. Geil. Ja, finde ich cool. Ne? Das, ja, kann man das riechen? Oh. Das riecht gut. Das riecht nach irgendeinem Parfüm, aber ich weiß nicht nach welchem. Das riecht wirklich gut. Bisschen süß. Sehr angenehm, aber hat auch was von Zahnpasta. Aber geil. Cool. Zwei Stück, ne? Ist dann das Badewasser auch schwarz? Das finde ich ja super witzig, ne? Wir haben leider keine Badewanne. Wenn das Badewasser schwarz wäre und der Kerl sich das reinknallt und dann aus der Wanne rausgeht, das Bad ablässt und dann die Frau danach das Bad betritt, kriegt die jetzt erstmal einen Schreikrampf, weil die ganze Wanne im Arsch ist wahrscheinlich, weil die voll dreckig ist. Hm, naja, gut, das spricht die Hausfrau, ne? Aber gut. Ne? So. Ich glaube, wir haben hier das letzte Produkt jetzt drin. Und zwar, ja, von Semikolon ein Notizbuch, liniert in A6. Ich persönlich bin eher der Fan von karierten Notizbüchern. Aber sowas kann man sehr gut gebrauchen. Ich habe tatsächlich jetzt letztens auf einer Vertriebstagung ein DIN A4 karierten Notizbuch
Gedöns bekommen mit unserem Firmenlogo und so weiter. Das hier ist, glaube ich, wirklich eine geile Geschichte, die ich meinem Freund schenken kann, weil der hat ja von mir auch eine wundervolle Ledertasche geschenkt gekriegt. Ja, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn mein Freund dann mit dieser schönen Don Bolso Ledertasche quasi zur Arbeit kommt und dann vorne aus einer der vorderen Taschen, ich verlinke dir mal hier oben den Amazon-Haul dazu, wo ich halt die Tasche zeige, die ich ihm quasi... Wie nenne ich das denn? Ich habe die auch in der Kooperation bekommen und dann, ne, ist aber für ihn, weil Mann und Und das hier halt in Kombination damit ist, glaube ich, ziemlich geil. Also nochmal vielen, vielen Dank an Don Bolso. Das ist so eine geile Tasche. Er liebt die über alles, wirklich. Ich werde die demnächst auch nochmal in einem separaten Video zeigen, weil da geht es dann um Weihnachtsgeschenkideen und so weiter. Da kommen die definitiv auch mit rein. Um wieder auf dieses Buch zurückzukommen, passt dazu, kriegt er, wird er sich drüber freuen. Ja, und das war nun auch schon wieder der Inhalt der Box und erfahrungsgemäß ist der bombastisch hoch vom Wert. Also ich, die schreiben auf die Homepage irgendwie mindestens 60 Euro Wert, da aber erfahrungsgemäß dieses Evo-Eye-Produkt allein schon 50 Euro kostet, sind wir, keine Ahnung, locker bei 100 Euro. Blende ich dich hier mal ein, ich bin wirklich gespannt und ja... Mir hat die Box mal wieder sehr, sehr gut gefallen. Das Abo läuft weiter und ich freue mich immer mal wieder alle 4 Monate diese wundervolle Box zu bekommen, weil ich habe echt geile Geschenke jetzt hier auch drin gehabt. Ne? Also ich denke, dieses Evo Om, dieses Bartwachstum-Gedöns kann ich meinem Papa, glaube ich, auch ganz gut schenken. Dann das Buch geht an meinen Freund und ne, verschiedene Pflegeprodukte so in Nikolausstiefel reinpacken, dann ein bisschen was für Adventskalender. Herrlich, ich freue mich. Geile Box, hat mir, wie gesagt, gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier habe ich mich gerade am Karton gestoßen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!